Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr auf der Map Shadows of Evil das Schwert freischalten könnt. Das, ja, ist ziemlich stark. Das kann man auch noch upgraden. Dazu gibt es auch noch ein Video von mir. Und ja, das Ganze braucht man, soweit wie ich weiß und wie es bis jetzt aussieht, auch für Z-Stack. Also solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Was muss man tun? Als erstes geht man in eine Zugstation und da sind so Karten versteckt. Dort guckt man drauf, da sind die Verbindungen und bei dem Fragezeichen sind Zeichen hinter den Fenstern versteckt. An dem Fragezeichen sieht man, auf welcher Seite man rausgucken muss. Wir haben es uns angeschaut. Wir fahren Richtung Food Light District und gucken hier aus dem Fenster und man kann sehen, das erste Symbol, diese zwei Dreiecke hier. Ich habe mir das am Anfang immer aufgemalt. Ja, wenn man das Ganze ein bisschen öfter gemacht hat, dann kennt man die Symbole und kann sie einigermaßen unterscheiden, aber teilweise sehen die doch sehr ähnlich aus. Deswegen als kleiner Tipp, malt es euch am Anfang auf oder ja, macht einen Screenshot oder wie auch immer, damit ihr euch das leichter merken könnt. Das werdet ihr gleich sehen. Hier Symbol Nummer 2, ein paar mehrere Dreiecke. Und eigentlich sind es immer Dreiecke, kleinere, größere, ein paar kleine Ausnahmezeichen gibt es. Aber ansonsten könnt ihr euch darauf einstellen. Wir warten kurz an der Station und ja, haben uns angeguckt, wo wir jetzt rausgucken müssen. Fahren Richtung Kanal, die andere Route, denn drei Stück sind es. Und hier falsche Schalter erstmal, falsche Seite. Und wir fahren los. Dieses Fenster brauchen wir uns ja nicht mehr angucken, das haben wir schon gesehen. Falls wir es verpasst haben, können wir nochmal beim Zurückfahren nachsehen. Und hier das letzte Symbol. Und auch das haben wir uns gemerkt. Drei Symbole. Und ja, was müssen wir nun machen? Wir gehen runter in den Packer-Punch-Raum, gehen in den Beast-Modus. Und vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gesehen und sich gewundert, wofür die Zeichen denn da sind. Genau, hierfür, wir haben die gesehen. Und ihr seht, sie sehen alle ziemlich ähnlich aus, besonders die unteren zwei. War mir da kurz nicht ganz sicher. Aber wenn ihr die richtigen anschießt, nämlich mit dem Stromschlag, dann öffnet sich diese Wand. Hier war Nummer 3 und dann könnt ihr sehen, ist dieser Schrein mit 4 Schwertern und 4 Eiern. Und wir nehmen ein Ei heraus und vielleicht habt ihr auch schon gefragt, was denn diese komischen Statuen hier sollen. Die sind zum Aufladen der Eier gedacht. Da kann man bis zu 4 Eier platzieren, also 4 Leute gleichzeitig können das machen, allerdings wird es dann ziemlich hektisch. Ich habe hier mit dem Smokey Koop gespielt, deswegen haben wir uns aufgeteilt. Und ihr seht, wenn man dann Zombies killt, dann fliegen die Seelen dahin. Oder die Energie, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, müsst ihr die Eier jetzt aufladen. Das kennen wir auch schon aus anderen Maps, wo man andere Sachen auch aufladen musste. Wenn das fertig ist, hört ihr so einen Ton und ihr könnt das einnehmen und zur nächsten Statue marschieren. Ich zeige euch hier mal alle, 4 Stück sind's. Die nächste hier beim Ruby Rabbit. Auch hier legen wir das Ei ein und füllen das Ding mit Energie. Ich nenne es jetzt mal Energie, denn Seelen, glaube ich, Seelen und Zombies, nee, das passt einfach nicht. So, auch dieses Ei voll. Deswegen nehmen wir es auf und machen uns, ja, auf dem Weg zu Statue Nummer 3. Diese finden wir hier unten Richtung Foodlight District. Auch hier dasselbe Spielchen. Zombies killen, bis das Ei voll ist. Hier dachte ich schon, meins wäre voll, aber war Smokey ist. Hier machen wir es übrigens gerade zu zweit an der gleichen Statue. Und ja, hier ist das Ei wieder voll. Wir nehmen es und auf zur letzten Statue. Die finden wir dann im Waterfront District bei dem Perk ganz oben. Ihr könnt es sehen, auch hier das Ei einfach eingelegt, ein paar Runden gespielt. Und schon ist das Ei voll. Ich schätze mal, das sind so immer um die 20 Zombies, die man da killen muss. Ich habe noch nie genau mitgezählt. Aber besonders viele sind es eigentlich nicht. Umso leichter ist es, wenn ihr es in niedrigeren Runden macht. Auf jeden Fall, wenn ihr dann alle 4 geschafft habt, sind wir auch schon durch. Das Ei ist aufgeladen und wir gehen nur noch zu dem Schrein, legen das Ei ein und tauschen es gegen das Schwert. Wie gesagt, das Schwert kann man noch upgraden. Dazu kommt ein Video. Und schaut euch das auf jeden Fall an, denn das ist richtig stark. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns demnächst mit einem neuen Gameplay. Haut rein, euer Lenz. Wiederschau!